Okay, super. Willkommen zurück zum Actindo Mittelstand Summit. Hier Tag 2 im zweiten Nachmittag. Wir haben es bald geschafft, aber wir haben jetzt noch zwei ganz besondere Gäste. Ich begrüße mit mir Dr. Florian Haas und Patrick Stauffacher. Hallo. 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 Danke. Wie ich sehe, seid ihr beide ja nicht nebeneinander, also Kontakt reduziert, Corona-konform. Wo sitzt ihr denn gerade? Genau, nicht nur Corona-konform, sondern auch aus verschiedenen Gründen, denn wir sind natürlich hier, ich bin von Actindo, ich sitze hier in meinem schönen Zuhause im Südosten von München und Patrick eben in der noch wunderschönen Schweiz, wo eben Tenoris angesiedelt ist. Mhm. Actindo Tenoris, könnt ihr kurz mal erklären, wie das denn zusammenhängt, warum die zwei Unternehmen jetzt hier in einem Vortrag sitzen? Tenoris kam im letzten Jahr auf uns zu und hat eben eine Lösung für ihren Ansatz gesucht. Uns hat der Ansatz von Tenoris unheimlich gut gefallen, den sie da eben gehen, basierend auf Unified Commerce, nicht nur den E-Commerce betrachten, sondern eben auch den stationären Handel, das Ganze eben mitnehmen. Man ist dann sich ziemlich schnell einig geworden und dann gab es eben hier eine Einführung von der Actindo Digital Operations Plattform bei eben Tenoris. Und jetzt sieht man eben, wie wunderschön Tenoris weiter wächst und immer coolere Sachen macht. Und wir dürfen einfach Teil der Geschichte von Tenoris sein. Sehr gut, klingt sehr gut. Patrick, du bereust nichts? Nee, überhaupt nicht. Also im Gegenteil, wir hatten die eine oder andere Sache bereut, bevor wir mit Actindo die Zusammenarbeit gestartet haben. Unterdessen sind wir überglücklich, dass wir da gefunden haben. Ausgezeichnet. So, und ich glaube, mit überglücklich ist ein super Schlagwort, damit ihr gleich in eure Präsentation startet. Für alle die jetzt live zuschauen, ihr seid herzlich eingeladen und ich möchte euch wirklich motivieren, wenn euch Fragen auf der, heißt es Seele oder Zunge? Seele. Ich glaube, Seele, ja. Seele, ne? Wenn euch Fragen auf der Seele brennen, dann müsst ihr sie nicht über die Zunge, sondern über die Tastatur könnt ihr sie dann formulieren und hier uns mitgeben. Dann werden die beiden sicher darauf eingehen. Jetzt erstmal Bühne frei für euch. Viel Spaß beim Vortrag. Die Slides. Ah, hier. Sehr gut. Genau. Ich möchte nochmal ganz kurz mich vorstellen. Mein Name ist Dr. Florian Haas. Ich vertrete hier Manuel Fietz, den Projektmanager, der eben gemeinsam mit Tenoris erfolgreich Actindo eingeführt hat, eben bei Tenoris. Und mit mir heute zu Gast ist eben hier Patrick Stauffacher. Bitte, Patrick. Ja, wie schon gesagt, mein Name ist Patrick Stauffacher. Ich bin Co-Founder und Geschäftsführer der Tenoris GmbH. Wir sind primär entwickeln wir Spirituosen, Getränke im Allgemeinen und vertreiben diese in der Schweiz. Und ja, ich gehe zuallererst mal ein bisschen auf die Geschichte von Tenoris ein, was wir gemacht haben, was uns ausmacht und auch eben, wie wir das Ganze gestartet haben. Wir sind zu zweit, mein Geschäftspartner Robin Schmanau und ich. Robin ist Lebensmitteltechnologe, ich bin ursprünglich Banker und habe dann knapp 8 Jahre in der Musikbranche gearbeitet. Im 2017 sind wir quasi auf die Schnaps-Idee gekommen, einen eigenen Likör zu kreieren. Das Ganze hat sich erst in meiner WG abgespielt. Wir hatten da die Idee, eben einen Likör zu kreieren, wollten mal schauen, was ist eigentlich ein Likör, was kann man da so machen und sind dann auf die Idee gekommen, da einfach mal Hand anzulegen. Wir wollten etwas eher Scharfes, Unkonventionelles machen und sind dann schnell auch auf die Ingwerwurzel gestoßen. Haben da probiert, gemacht, getan, mussten einen Namen finden, haben dann Dr. Ginger gewählt, weil er zum einen international ist, der Gesundheitsfaktor mit dem Doktor noch mit reinkommt und es einfach auch so ein bisschen ein Gag ist. Haben dann ersten Gastronomen entsprechende Muster vorbeigebracht und denen unser Produkt vorgestellt und auch ziemlich schnell die erste Bar gehabt, die unser Produkt ausgeschenkt hat. Bereits nach einem Tag mussten wir schon nachliefern, beziehungsweise wir hatten gar nicht mehr Material, mussten nachproduzieren und dann ist das alles ziemlich schnell gegangen.
sodass wir in kürzester Zeit das Geschäft mit dem Dr. Ginger Likör aufgleisen konnten, skalieren konnten. Wir waren auch sehr, sehr schnell bei regionalen Retailern gelistet, bei vielen Bars. Lokale Medien haben darüber berichtet, Zeitung, Radio. Wir haben von Anfang an auf Social Ads gesetzt. Also wir haben sehr, sehr viel mit Facebook Ads gearbeitet, sehr, sehr lokal getargetet, weil halt auch das Budget entsprechend klein war und wir möglichst einen kleinen Streuverlust haben wollten, möglichst große Penetration im Zielgebiet. Und so ist das Ganze entstanden. Wir haben da zu dem Zeitpunkt noch komplett alles selber produziert. Die WG wurde dann natürlich zu klein und auch zu unprofessionell, um da irgendwie professionell Getränke zu produzieren. Haben dann erst ein erstes Lokal gefunden, dieses umgebaut. Und auch da bereits irgendwie einen Monat nach dem Umbau war das schon wieder zu klein. Wir mussten umziehen und haben dann gemerkt, hey, also irgendwie so kann es nicht weitergehen. Sind dann auch vor Anschaffungskosten gestanden, ob wir jetzt da groß investieren möchten in Maschinerien, Abfüllanlagen und so weiter, haben uns dann auch bewusst dagegen entschieden, weil wir halt selber mehr den Ansatz hatten und uns hat vor allem Freude gemacht, das Produkt nach außen zu tragen, Vermarktung zu treiben und halt eben einfach mit den Leuten darüber zu sprechen und das ganze Geschäft zu skalieren. So haben wir einen Lohnproduzenten gefunden, der für uns nach unserer Rezeptur, nach unseren Prozessen den Dr. Ginger Likör und unterdessen auch unsere weiteren Spirituosen für uns produziert. Was man auch sagen muss, uns ist die Ehrlichkeit der Spirituosen, die wir entwickeln und produzieren, sehr, sehr wichtig. Also wir setzen auf natürliche Stoffe, natürliche Rohstoffe, frische Zutaten und verzichten da komplett auch auf irgendwelche Farbstoffe, Zusatzstoffe im Allgemeinen. Und es kam dann halt ziemlich schnell eine Nachfrage, hey, jetzt habt ihr da irgendwie den Dr. Ginger, wann kommt ein nächstes Produkt? Und da hat sich da der Robin ins Zeug gelegt und hat da als Lebensmitteltechniker entsprechend weitere Produkte entwickelt. Wir hatten dann bei der ersten Location, wo wir produziert hatten, die hatten wir dann leergeräumt, hatten da immer noch quasi einen Mietvertrag und wollten die in irgendeiner Form nutzen. Das war eine ehemalige Käserei in einem 800-Seelendorf. Und wir hatten uns dann überlegt, was können wir da machen? Irgendwie Büro ist ein bisschen schade, brauchen wir wie nicht? Und haben dann mit einem ersten Pop-Up-Store im komplett kleineren Rahmen gestartet. Wir haben dann so hölzerne Obstkisten an die Wände geschraubt, haben irgendwelche Mitstreiter, die wir vom Messen kannten, angefragt, hey, würdet ihr uns da irgendwie Produkte liefern? Haben dann ein bisschen PR gemacht, also haben auf Facebook Posts, Ads, E-Mail-Newsletter gesendet. Und wurden da komplett überrannt. Also das ist irgendwie, Leute sind eine Stunde aus Zürich hier hingefahren, um uns zu sehen, um zu degustieren, um einzukaufen. Und wir haben da das erste Mal so richtig irgendwie die Pop-Up-Luft abgekriegt und waren sehr, sehr begeistert. Wir haben auch von Anfang an, also von Tag 1 an auf State-of-the-Art-Plattformen gesetzt, damit wir wussten, wir wollen das weiter skalieren und wir wollten halt wirklich auch den Kunden 1 in der Entwicklung von Tenoris mitnehmen. Das heißt, wir haben mit Dr. Ginger einen Single-Brand-Online-Shop basierend auf Shopify erstellt, wo wir auch die Bestellungen von Anfang an drüber laufen gelassen haben. Wir sind dann eben auf den Geschmack gekommen, was die Pop-Up-Stores anbelangt, weil wir dachten, hey, wenn das im 800-Seelendorf so gut funktioniert, dann müssen wir da etwas größer denken. Wir sind dann nach Schaffhausen gegangen. Schaffhausen hat etwa 30.000 Einwohner, ist schweizerisch gesehen eine Stadt, ist auch die Hauptstadt vom Kanton Schaffhausen. Also bei uns ist alles etwas kleiner. Und ich habe dann eines Sommers, bin ich da durch die Altstadt gelaufen und habe ein leeres Ladenlokal gesehen, wo angeschrieben war, zu haben für Pop-Up-Projekte. Und da haben wir den ersten großen Pop-Up-Store gemacht. Wir hatten da etwa 100 Quadratmeter, mussten auch entsprechend Produkte aufnehmen, viele Handelsprodukte, weil mit unseren damals 2 Brands hätte man keinen Store betreiben können. Und haben da Ware in Kommission von den Lieferanten gekriegt und dann nach Ende des Projekts wieder zurückgesendet. Und als wir dann da den Store, wir hatten den von Mitte November bis Ende Dezember, also wir haben da das Weihnachtsgeschäft abgeholt, sind dann im Anschluss diverse E-Mails gekommen von Kunden, so hey, jetzt seid ihr irgendwie weg und wo kriege ich denn jetzt die Produkte?
Und dann haben wir uns gesagt, hey, das ist so gut angelaufen, wir sind da auf so positives Echo gestoßen, wir müssen einen Online-Shop machen und das einfach mal probieren. Wir hatten Shopify-Erfahrung, wir hatten ein bisschen E-Commerce-Luft geschnuppert, wenn auch nur mit einem Single-Brand-Online-Shop. Und wir haben uns dann daran gesetzt und in Eigenregie innerhalb von knapp 3 Monaten den Urban Drink Online-Shop, sowie auch bereits der Pop-Up-Store geheißen hat, aufgeschaltet. Und als wir dann live gegangen sind, kam eine Woche später, kam da die Pressemedienkonferenz vom Bundesrat, dass es einen Lockdown gibt und Corona da in die Schweiz gekommen ist. Und wir wussten erst auch mal nicht, was das für uns heißt. Also wir sind jetzt irgendwie online gegangen, wollten da einfach mal so ein Trial machen, um zu schauen, können wir da ein Geschäftsmodell daraus entwickeln. Wir hatten auch ehrlich gesagt von teils Produkten 1 bis 2 Flaschen an Lager, einfach um sie irgendwie anbieten zu können, dass das Sortiment entsprechend gut aussieht. Und wir wurden dann eben, kaum war der Lockdown ausgerufen, komplett überrannt. Und ja, wir hatten da das Problem, dass wir halt eben so eine Insellösung hatten. Wir hatten zwar für alles irgendwie Ideen und Prozesse durchgedacht, aber nichts war so miteinander verknüpft. Und wir hatten dann erstmal so ein bisschen das Problem, dass wir einfach 2-3 Monate lang am Feuerlöschen waren. Also wir hatten Ware verkauft, die wir nicht an Lager hatten. Wir mussten alles irgendwie in der Buchhaltung noch irgendwie nachbuchen. Also komplettes Chaos. Und das war auch der Zeitpunkt, wo wir dann schnell auf Actindo zugekommen sind. Wir waren so aufgestellt, vielleicht nochmals eine Slide zurück, dass wir da ein bisschen diese Insellösungen sehen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt 2 Online-Shops, Urban Drink und Dr. Ginger. Für das Lager hatten wir so eine Standalone-Abstange-App, die zwar irgendwie die Bestellung aufgenommen hat, aber keine Lagerbestände in die Shops zurückgespielt hat, aus nach wie vor unerklärlichen Gründen. Wir hatten das Lager, wo wir es auch nach wie vor haben, bei einem externen Logistikpartner. Die machen für uns die ganzen Wareneingänge, Fulfillment, Lagerhaltung, alles drum und dran. Und die hatten dann wiederum den Versand nur mit physischen Postlabels gehandelt. Das heißt, die kamen vorgedruckt von der Post. Der Kunde hat aber nie eine Tracking-Nummer erhalten. Wir haben ständig Rückfragen gekriegt, hey, wo bleibt mein Paket? Aus diesem Grunde, weil halt einfach der Informationsfluss gar nicht stattgefunden hat. Für den Einkauf mussten wir täglich oder mehrmals täglich irgendwelche Excel-Sheets ziehen, um zu schauen, wo wird es knapp, vergleichen mit den Statistiken bei Shopify. Wie viel haben wir irgendwie in den letzten 2 Wochen verkauft und dann entsprechend händisch nachbestellen, damit die dann von der Spedition den Wareneingang machen können. Gleichzeitig hatten wir auch das Problem mit der Buchhaltung, weil auch die war komplett separiert von den ganzen Prozessen. Wir mussten also da in einer gewissen Regelmäßigkeit die Umsätze immer manuell buchen und war gar nichts automatisiert. POS-technisch hatten wir eine Gratis-Kassenlösung irgendwie im Einsatz, die auch nochmals eine separate Lagerhaltung hatte, nicht an die Buchhaltung geknüpft war und man auch da zwischen irgendwie 3 Tools die Ware hin und her schieben musste und alles nachbuchen musste. CRM haben wir von Anfang an, dasselbe CRM. Das war eigentlich das Einzige, das auch bis heute geblieben ist, weil da die Schnittstelle vor allem einfach an die Shops geht. Um zu sehen, wer kauft, wann, wie viel und da auch entsprechende Daten herausziehen zu können. Muss man aber sagen, war auch vor Actindo, also die Daten, die wir da aus dem CRM gezogen haben, die ziehen wir heute aus Actindo raus. Da können wir eigentlich zur nächsten Slide weitergehen. Wir hatten da, wie schon gesagt, große Herausforderungen für unser Daily Business. Wir hatten aufgrund dessen, dass jedes Tool so ein bisschen vor sich hingearbeitet hat und so sein eigenes Ding gemacht hat, ziemlich viel manuellen Aufwand. Wir mussten eben Lagerbestände händisch nachtragen, Buchhaltung nachbuchen. Wir hatten viel, viel höhere Supportanfragen und Bedarf von Kunden, weil die halt einfach nicht wussten, ist jetzt irgendwie, ich habe zwar eine Bestellbestätigung aus Shopify gekriegt, aber mehr auch nicht. Also ich weiß nicht, kommt das Paket, kommt es nicht. Wenn wir Überverkäufe hatten, also Ware verkauft haben,
die wir gar nicht an Lager hatten, musste man den Kunden informieren, dass es noch ein paar Tage geht, bis die Ware bei uns ist und die dann zu ihm kommt. Also wir hatten sehr, sehr viel manuellen Aufwand und einen extrem hohen Supportaufwand, der eigentlich komplett unnötig war und man mit der richtigen Lösung gar nicht hat. Wir hatten auch bei den Lagerbeständen ständig riesige Diskrepanzen, weil man hat zum einen eben, wenn Wareneingänge, Ausgänge und so weiter, da die ganzen Buchungen nicht übereinstimmen, ist das eine. Wir hatten natürlich auch, was die Verpackung anbelangt, ich meine, wir versenden Glasflaschen, die teilweise irgendwie 2 Kilo schwer sind per Post. Und da hat man natürlich doch hin und wieder auch einen Schadenfall, wo man zum einen den Kunden informieren muss oder der Kunde informiert uns. Man muss irgendwie mit der Post sprechen, man muss die Ware nochmals nachsenden und man ist dann auch darauf angewiesen, dass der Lagermitarbeiter da auch die entsprechende Ware ausbucht. Und deswegen waren wir gefühlt wöchentlich am Inventuren machen und schauen, dass wir da irgendwie aus dem ganzen Sumpf herauskommen. Nebenbei hatten wir auch das ganze B2B-Geschäft, also sprich Gastronomie in dem Falle eher weniger, weil die ja aufgrund von Corona geschlossen war. Nichtsdestotrotz wurden die Retailer eher überrannt und auch dort mussten wir die B2B-Bestellungen händisch abwickeln. Das heißt, wir haben E-Mails oder Telefone oder teilweise WhatsApp-Nachrichten gekriegt und mussten die dann immer möglichst schnell, damit die Ware auch möglichst schnell beim Kunden ist, damit er sie auch wiederum weiterverkaufen kann, liefern. Und das haben wir alles von Hand gemacht und mussten da halt auch immer speziell ein Auge darauf haben, weil bei B2B-Kunden sind es ja dann meist höhere Mengen. Und entsprechend hatten wir zu dem Zeitpunkt das Problem, dass wir uns überlegen mussten, hey, wie können wir unser Business skalieren, ohne dass wir irgendwie einen Personalaufwand und Einsatz haben, der uns durch die Decke geht. Und da kam dann eben auch so das Abwägen, wollen wir jetzt einfach irgendwie eine Mannschaft bauen, die da die ganze Zeit Feuer löscht, oder wollen wir auf eine Lösung suchen und finden, die uns da die Probleme automatisiert lösen kann, damit wir uns auf die Skalierung fokussieren können und das mit gutem Gewissen. Und da kam Actindo ins Spiel. Genau. Danke, Patrick. Tenoris kam zu uns im letzten Jahr auf uns zu. Man hat sich das Ganze angehört. Ein unheimlich spannendes Projekt. Ihr habt es gerade schon gehört, was alles Tenoris in kurzer Zeit auf die Beine gestellt hat. War für uns auch interessant als Kunde, als Partner. Einfach, dass man sagt, eben, man möchte auch so einen unterstützen, so ein Geschäftsmodell, so eine Idee unterstützen. Natürlich war auch klar, Tenoris sucht nicht ein starres ERP von der Stange, sondern eben das, was eben wir auch angeboten haben. Darum kam ja Tenoris auf uns zu, nämlich eine Digital Operations Plattform. Was ist das? Es ist mehr wie ein ERP. Ein ERP gibt starre Prozesse vor. Ein ERP hat eine Fakturierung, hat eine Buchhaltung, eine Logistik. Das ist schön und gut, damit kann man gewisse Dinge erledigen. Aber um ein so, ich sage mal, geiles Geschäft wie Tenoris zu unterstützen, braucht es eben mehr. Das ist eben hier der Ansatz, den wir eben mit unserer Actindo Core One DOP eben fahren. Wir sagen, natürlich liefern wir an unsere Händlerkunden all dieses Commerce-Betriebssystem mit Buchhaltung, Fakturierung, Lager, alles aus, aber wir müssen ihnen mehr geben. Wie gesagt, die Zukunft liegt ja im Unified Commerce, dass man eben sagt, man hat stationären Handel, E-Commerce-Handel, viele Touchpoints. Dazu gibt es eben unser System, dass man sagt, weit mehr, dass man eben alle Kanäle anbinden kann. Wir haben ein eigenes Kassensystem im Einsatz. Wir können beliebige Marktplätze anbinden. Wir können, werden wir auch hier sehen, teilweise Legacy-IT anbinden oder auch eben ersetzen. Und natürlich, was auch wichtig ist für so ein Geschäftsmodell wie von Tenoris, was wächst, ist eine flexible Datenarchitektur. Sprich, nicht das System muss vorgeben, wie Produktdaten gepflegt werden, sondern das Geschäftsmodell gibt vor, wie letztendlich Daten gepflegt werden, wie eben auch Daten verarbeitet werden. Und das ist eben bei uns mit Data Hub, das ist unsere Datenbankarchitektur, und ETL, dem Mapping zwischen einzelnen Kanälen, Marktplätzen und auch zwischen anderen Systemen, ist eben das die logische Wahl gewesen. Wir verfolgen ganz bewusst mit unserer Actindo Core One DOP einen ganz bestimmten Ansatz, nämlich diesen Mach Plus oder Mach L Ansatz. Mach steht eben hier, das M steht für Microservices, sprich eben nicht mehr in starren Prozessen denken, sondern in einzelnen
kleinen Projektschritten, die ich beliebig verbinden kann. Natürlich das A steht für API. Das heißt einerseits, Actindo muss für all seine Module eine API exposen nach außen, aber auch sollte der Ansatz sein, API first, wir binden alles an, was der Kunde benötigt, an Drittsoftware und was eben eine API hat. Cloud-basiert, Actindo ist seit der Gründerzeit von Actindo eben ein Cloud-basiertes System und natürlich headless. Ist ganz klar, wie gesagt, der Kunde gibt den Weg und gibt den Prozess vor, wohingegen bei einem ERP die Software alles vorgibt, ist es eben so, dass wir diesen neuen Ansatz hier eben verfolgen. Der Kunde überlegt sich ein Businessmodell und eine DOP passt sich eben diesem Businessmodell eben an. Das Plus oder auch das L steht eben dann für Low Code, sprich die Idee ist es auch, dass man eben einen Kunden nicht noch belastet mit sehr viel Entwicklungskosten, sondern dass das System eben parametrierbar sein kann. Und was auch bei Tenoris sehr spannend war, diese Jungs sind nicht nur klug, was ihr Geschäftsmodell angeht, sondern auch technikaffin und haben, wie gesagt, auch hier tatkräftig mitgeholfen bei der Parametrierung, was auch unserem Ansatz entspricht, sehr viel Know-how in die Firma zu tragen. Und hier war von vornherein klar gewesen, dass die Kollegen von Tenoris hier massiv auch bei der Einführung aktiv mitgestalten möchten. Und das System gibt es eben hier an der Stelle vor. Das Ganze wurde von Manuel Fietz, den ich eben hier vertrete, auch begleitet. Er hat dann sehr viel auch das Ganze eben auch betreut und in die richtige Richtung gelenkt und auch selbst Sachen eingerichtet. Aber hier war auch dieser Ansatz, gemeinsam mit Tenoris das System eben einzuführen. Ganz wichtig ist uns eins, der Plattformgedanke, also dass man sagt, man hat eine DOP im Einsatz, die eben mehr kann wie ein ERP-System, ist natürlich ein Teil eines erfolgreichen Projekts, aber der andere Teil ist eben eine sinnvolle Einführungsmethodik. Denn nur wenn ich mit dem Kunden gemeinsam so ein IT-Projekt erfolgreich umsetzen kann und auch auf den Bedürfnissen des Kunden aufsetzen kann, kann so ein Projekt im Gesamten erfolgreich sein. Von daher haben wir hier zwei wichtige Milestones. Wir sagen hier, der Kunde gibt die Geschwindigkeit des Projekts vor und der Kunde gibt die Integrationstiefe vor. Das, was eben wir hier haben, nennt sich die Actindo-Projektmethodik. Es kommt immer auf die Projektgröße drauf an. In der Regel verfahren wir so, dass wir sagen, wir unterteilen ein Projekt, was vielleicht über Jahre gehen könnte. Unterteilen wir in einzelne kleinere Teilprojekte, wir nennen sie Waves, und jedes Wave für sich wird konzipiert, skizziert, projektiert und umgesetzt. In der Regel fangen wir mit dem Kunden mit einem MVP an, Minimum Viable Product. Sprich, das ist sozusagen der Konsens, mit dem der Kunde live gehen kann. Wir brauchen einen schnellen Go-to-Market. Sprich, eben kein riesiges, langes Projekt. Hier bei Tenoris waren es 2 bis 3 Monate, bis Tenoris mit einer mächtigen MVP live gehen konnte, aber eben ein MVP. Und vieles wurde eben danach dann in Folgewaves umgesetzt oder wird in Zukunft umgesetzt. Wichtig ist, dass dieser MVP am Anfang eben skalierbar ist. Aber eben auch ist es wichtig, dass ein Händler ziemlich schnell mit der Lösung Geld verdienen kann, um einen gewissen ROI hier eben zu erzielen. Jedes einzelne Projekt, was wir gerade haben, besteht wieder aus einzelnen Phasen. In der Regel haben wir eine Blueprint-Phase, in der wir sozusagen erst einmal mit dem Kunden gemeinsam das Projekt skizzieren. In dieser Phase ist noch kein Consultant oder Entwickler daran, das System zu parametrieren, sondern wir versuchen mit dem Kunden gemeinsam hier erst einmal die Lösung zu skizzieren und nochmal den Kunden mit dem Kunden sich zu synchronisieren und ins Detail hineinzugehen. Es gibt die Implementierungsphase, Testing und den Go-Live und danach eine Hypercare-Phase. Je nach Projektgröße kann ich auch sagen, dass ich jede dieser Phasen mit einem Quality Gate beende. Ein Quality Gate heißt, dass ich mit dem Kunden gemeinsam die Phase abschließend berate, offene Punkte diskutiere, Abrechnungen diskutiere. Sprich, in einem Quality Gate wird das Projekt auf der Metaebene diskutiert und nicht wie in einem Sure Fix im Daily operativen Themen, sondern in einem Quality Gate berede ich mit dem Kunden auf der Metaebene. Wo steht das Projekt? Sind wir noch im grünen Bereich? Wo geht's hin? Wo muss man nachschärfen? So ungefähr kann man sich das hier dann so vorstellen, wie so ein eben Projektplan eben hier aussieht. Man eben eine Onboarding-Phase, mit dann kommt diese Blueprint-Phase, basierend aus Grobspezifikation und Feinspezifikation. Es geht dann nahtlos über in die Build-Phase, Implementierung und Integrationstest. Und dann kommt der Go-Live und eben eine Hypercare.
die eben hier gemeinsam von Patrick und Manuel gemacht worden sind. Da kann dann vielleicht noch Patrick später sagen, er hat das wirklich ja noch aus einem, wie war das gewesen, aus einem Pop-Up-Store herausgemacht, oder Patrick, die Go-Live-Phase? Also der Go-Live war so, dass ich bei uns im Pop-Up-Store gestanden bin am ersten Öffnungstag morgens und mit Manuel da eigentlich alles in Betrieb genommen habe, inklusive der Kasse. Und da quasi nach Knopfdruck sind dann auch bereits die ersten Kunden gekommen. Also wir hatten da wirklich alles durchgetimt und konnten da ab Tag 1 alles vollständig nutzen. Und das Tolle war alles remote. Sprich, Manuel war bei uns hier im Raum München gewesen und Patrick eben hier im Pop-Up-Store. Und es geht eben einwandfrei. Absolut. Hier nochmal ganz kurz die Systemlandschaft, die jetzt eben hier entstanden ist. Warum zeige ich das hier? Es ist sehr, sehr spannend. Wie gesagt, so wie Patrick gesagt hat, man hat Shopware als B2B-Shop eingeführt. Man hat eben zwei B2C-Shops oder D2C-Shops eingeführt. Einmal von Dr. Ginger und Urban Drinks. Man hat unser POS, unser Kassensystem eingeführt für die Pop-Up-Stores, was eben auch ein wichtiger Bestandteil von Unified Commerce ist. Interessant ist allerdings auch, das zeigt wieder mal auch, in welche Richtung auch Tenoris denkt. Tenoris hat einen eigenen Logistiker, der eben dann die Pakete im Auftrag von Tenoris eben versendet. Aber Tenoris war mit der Software des Logistikers nicht glücklich und hat dann einfach den Logistiker überzeugt, dass die Actindo Versandparkplatzlösung eben eingesetzt wird. Der Vorteil ist der, dass sozusagen es hier keinen Systembruch gibt, sondern der Logistiker auch mit Actindo arbeitet als externer Dienstleister, aber alle Daten weiterhin im System sind und Patrick und sein Team jederzeit sehen können, welche Pakete wurden versendet, Tracking-Daten und so weiter und so fort. Und das fand ich auch sehr charmant, dass Patrick hier seinen Dienstleister überzeugen konnte, Jungs, nehmt doch hier auch einmal die Lösung von Actindo mit, dann hat man alles aus einer Hand. Hier sieht man mal ganz kurz nur einen Ausschnitt unseres Kassensystems, mit dem eben hier auch eben Tenoris arbeitet. Unser Kassensystem ist eben für Touch-Bedienung optimiert. Man kann es eben auch in einem Pop-Up-Store auf einem Pad eben wunderbar auch dann eben starten. Man kann dennoch auch weiterhin eine Kassenschublade oder ein Kartenlesegerät anschließen. Aber eben genau, wenn ich so einen Pop-Up-Store habe, kann ich einfach mal schnell auch sagen, ich starte eine Kasse auf eben einem Samsung-Pad zum Beispiel und kann dann hier eben weitermachen. Hier noch ein Screenshot unserer Parkplatzlösung, mit der eben der Dienstleister, der Logistikdienstleister eben arbeitet. Man sieht hier auch, trans-DSGVO-konform ist der Kunde Patrick selbst, dass wir keine fremden Kundendaten hier haben. Man sieht auch eben schön, was hier verkauft wird. Das ist, wie gesagt, das heißt, mit unserer Software können eben auch Drittdienstleister für unsere Kunden arbeiten. Zusammenfassend möchte ich noch sagen, Tenoris hat einfach die Zeichen der Zeit erkannt und mit diesem Ansatz vom Unified Commerce ein tragfähiges, zukunftsfähiges Geschäftsmodell aufgebaut. Ich glaube, das hat Patrick auch vorher sehr, sehr schön erklärt, das Ganze, woher sie kommen, aber auch, dass sie von Anfang an, glaube ich, auch die richtigen Weichen gestellt haben, was Software angeht, aber auch der Geschäftsgedanke und dass sie schon in dieser ersten Phase vom Brandlöschen auch entdeckt haben, naja, ich kann es auf zwei Arten skalieren. Ich kann es durch Manpower erschlagen, was vielleicht der sichere Weg ist, aber es skaliert nur linear. Oder ich gehe das Wagnis ein, dass ich mich auf ein System einlasse, dass dieses System und die Mannschaft dahinter auch versteht, wie die Tenoris tickt und man gemeinsam in eine Richtung denkt und hier was entwickelt. Das war eben dann, eben, dass man sagt, die Actindo DOP ist eben hier die ideale Lösung gewesen, weil sie eben mit dem Kunden, mit dem Partner mitwächst. Denn was eben Tenoris benötigt, ist eben kein starres ERP, sondern eine flexible Lösung, wo man nicht für jede Idee, die Patrick und sein Team hat, was entwickeln muss, sondern dass diese Plattform mitwächst und sich eben anpasst an das Geschäftsmodell des Kunden. Uns ist noch eins wichtig, dass eben eine Begleitung des Kundens während des Wachstums für uns essentiell ist. Sprich, mit dem Live-Gang eines Kunden ist bei uns das Projekt nicht abgeschlossen. Für uns ist ein Projekt wirklich erst erfolgreich, wenn auch der Kunde 2-3 Jahre erfolgreich mit Actindo gewesen ist und mit Actindo gewachsen ist. Und wir diesen Weg auch begleiten dürften. Und das ist eben der Ansatz, den wir eben fahren, dass die Kunden, die bei uns die DOP eben buchen, auch eben so ein begleitendes Programm mit dabei haben, als verlängerte Werkbank, aber eben auch als strategischer Partner und als Consultant.
Und damit sind wir am Ende. Und ich würde sagen, Patrick, wir haben es exakt in der Zeit geschafft. Sensationell. Sehr schön. Jetzt warten wir auf den Moderator. Der Moderator ist da. Oh, super. Das läuft wie geschmiert heute hier. Ja, ja, das muss ja. Es ist ja eine Actindo-Organisation hier dahinter. Ja, ein gutes Team dahinter bei dir, Barney, stimmt. Ja, das stimmt, ja, ja. Wir können ja auch gleich in dem Zusammenhang das Team gleich mal zeigen. Und zwar haben wir hier die Virginia und die Andrea, die im Prinzip die ganze Organisation gemacht haben. Und danke auch nochmal. Also großes Lob auch hier von der Stelle. Es läuft wirklich sehr gut. Großer Lob an dich, Barney, aber auch an Andrea und Virginia. Das Ganze läuft sehr, sehr schön. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, ja, es ist nicht so, dass wir nichts haben. Wir haben natürlich hier auch das eine oder andere technische Thema mal so ein bisschen, aber man versucht es zu machen. Ich glaube, ich meine, ich kenne auch wirklich die großen TV-Produktionen und glaube mir, ich habe noch nicht eine erlebt, wo alles glatt ging. Deswegen, also alles, glaube ich, noch im normalen Bereich. Sehr schön. So, jetzt mal an unsere Zuschauer. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, diese Fragen zu stellen und dann werden wir sie beantworten. Ich habe eine Frage, die mir jetzt ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, wenn ich jetzt quasi ein zukünftiger Kunde werden wollte von Actindo. Ich bin jetzt ein Mittelständler und will genau das machen. Wie sehr brauche ich irgendwann mal nach dem Prozess die Betreuung von Actindo oder da kann ich irgendwann mal auch freigelassen werden und wirklich mich weiter quasi selbst um alles kümmern oder ist es dann wirklich ein gemeinsamer Weg, den man dann gehen muss? Also natürlich ist bei uns schon wichtig, dass wir viel Know-how in die Firma übertragen, in die Kundenfirma übertragen, auf die Mitarbeiter. Also der Kunde läuft größtenteils selbstständig. Aber E-Commerce ist ja ein, ich sage mal, sehr, es ändert sich jeden Tag etwas. Jeden Tag gibt es neue Ideen, neue Businesses, neue Konzepte. Und erfolgreiche Unternehmen möchten natürlich auch ihr Konzept anpassen. Ein Beispiel ist ja zum Beispiel Corona letztendlich. Das hat ja nochmal eine richtige disruptive Veränderung auch im Geschäftsmodell gebracht bei vielen Leuten. Und wir begleiten die Leute natürlich da einerseits auch im Operativen, wenn sie wirklich im Tagesgeschäft Fragen haben, aber auch strategisch. Wenn sie eben sagen, ich würde mich gerne in die Richtung weiterentwickeln, was denkt denn ihr? Was gäbe es für Lösungen? Also dieses Consulting-Thema ist auch ganz, ganz wichtig. Und von daher ist so eine permanente Begleitung, die ist nicht aufdringlich, ist auch nicht viel. Wir reden hier von im Durchschnitt vielleicht 20, bei großen Konzernen 40 Stunden im Monat. Letztendlich, wo wir solche Kunden eben begleiten, sei es im operativen Tagesgeschäft, aber auch auf der beratenden Ebene, um hier gemeinsam mit dem Kunden sein Geschäftsmodell eben voranzubringen. Ja. Und das ist auch eine Frage, die haben wir uns natürlich anfänglich auch gestellt, ebenso nach dem Motto, hey, wenn wir es implementiert haben, sind wir dann frei, können wir da alles selber machen. Ja. Ich jetzt aber sagen muss, das funktioniert so gar nicht, weil wie Florian richtig gesagt hat, man hat da immer wieder neue Ideen. Wir sind jetzt gerade dran, entsprechende Abo-Modelle zu entwickeln, wo wir zum Beispiel ein Gin-Abo machen können. Wir haben im Sommer, im Zürcher Hauptbahnhof, einen weiteren Pop-Up-Store, wo es darum geht, wie können wir die Ware von unserem Dienstleister aus dem Lager einfach nach Zürich umlagern und entsprechende Aufträge generieren. Also es steht irgendwie nie still und man sucht auch stets den Kontakt, wenn man sich da selber weiterentwickelt. Zumal man ja auch fairerweise dazu sagen soll, man muss sich als Unternehmen auch mal die Frage stellen, was ist denn mein Hauptjob? Ja? Ist mein Hauptjob, dass ich mich um IT kümmere oder hole ich mir Leute, die mir helfen und um Prozesse? Und ist nicht mein Hauptjob was anderes? Und ich glaube, dass diese alte Denke, ich mache alles selber, ich hoste auch alles selber, dass das wirklich langsam der Vergangenheit angehört muss und ich sagen muss, okay, was ist meine Kernkompetenz? Und die anderen hole ich mir dazu durch Partner, durch Dienstleister, was auch immer. Genau. Vollkommen richtig. Ich sehe es dann manchmal, ich verstehe es in ganz seltenen Fällen, wenn, keine Ahnung, eine Bank sagt, ja, wir müssen es im Haus haben wegen den Daten und so weiter. Aber selbst dann ist vielleicht die Entwicklung sollte woanders gemacht werden und dass es dann im Haus wird. Auf der anderen Seite, jedes SaaS-Tool hat mehr Sicherheitsupdates am Tag als Leute, die es selber machen im Monat. Von daher, das müssen sich die Leute einfach mal immer bewusst machen. Was sind die nächsten Schritte bei euch? Entschuldige, Florian, wolltest du gerade was? Nein, ich wollte nur gerade recht geben. Das ist sehr schön erkannt und zusammengefasst, das ganze Thema. Ja.
Patrick, was sind denn so eure nächsten Pläne? Was passiert in Zukunft? Ja, wir sind da an ganz verschiedenen Ecken dran. Also was wir auch ziemlich, auch alles noch letztes Jahr gestartet haben, ist zum Beispiel Import. Also wir haben jetzt diverse Produkte, Small Batch, Gins und Co., die wir aus dem Ausland, aus Schweden, aus Deutschland, aus Österreich importieren und in der Schweiz exklusiv vertreiben, sowohl D2C als auch B2B. Wir haben eben den Pop-Up-Store in Zürich an wahrscheinlich der bestfrequentierten Retail-Lage der ganzen Schweiz, wo wir am 3. Juni starten für 2 Monate. Wir sind eben die Abo-Modelle am Konzipieren. Wir haben seit Anfang März jetzt haben wir den B2B-Shop ready und online. Der ist sehr, sehr gut angelaufen. Wir haben hier in der Schweiz seit vergangenem Mittwoch die Restaurant-Terrassen wieder geöffnet. Das heißt, wir sind auch wieder sehr aktiv bei der Gastronomie, haben viele Registrierungen seitens Gastronomie. Ich weiß, also vielleicht mal eine Erklärung, warum ich jetzt gerade, Florian, hatte ein Vorgespräch, ja, und da hat er mir das schon erzählt und ich war so, oh nein, ich könnte schon wieder ins Restaurant und wir in Deutschland. Ja, genau. Deswegen war das jetzt so, ich hab wieder das gleiche Emotion wie vor ein paar Tagen gehabt, als wir uns besprochen haben. Aber, ja, also die haben wieder geöffnet und ihr startet wieder so richtig in der Gastronomie, oder? Genau. Also wir haben auch den Fokus da natürlich auf der Akquise im B2B-Bereich. Zum einen holt man da pro Kunde natürlich ein höheres Volumen ab. Wir haben auch ein riesiges Potenzial durch das, dass wir halt, man muss ja sagen, wir sind in einem ziemlichen Nischenmarkt drin. Also wir haben teilweise Produkte, wenn du die suchst, die findest du nur bei uns. Und da ist auch die potenzielle Zielgruppe im B2B-Bereich, ist jedes Delikatessengeschäft, das vielleicht noch keine Spirituosen verkauft, dass da mal ein kleines Sortiment startet. Wir haben Bars, wobei es da auch häufig sehr, sehr abhängig ist vom Gastronomen, was er da haben möchte. Wir können auch nicht wie, keine Ahnung, die großen Produzenten mit Gebühren und Rückvergütungen und so um uns werfen. Also das ist schon noch so eine Hürde. Aber im B2B-Bereich haben wir ein riesiges Potenzial, haben jetzt natürlich auch, sagen wir mal, ein Jahr Zeit gehabt, um da neben dem Online-Shop auch die Produkte etwas mehr zu etablieren, dass da natürlich auch für die Produkte die Nachfrage steigt. Und wir sind sehr, sehr eng mit unseren Lieferanten dran. Also sprich, wir sind auch da die ganzen Prozesse am Optimieren, auch denen Hilfe anbieten. Das sind teilweise One-Man-Shows, die aus Jux und Tollerei noch irgendwie einen Gin produzieren und so, um denen die auch an die Hand zu nehmen und die auch zu unterstützen, was irgendwie Performance-Marketing und so anbelangt. Florian, eine Frage, als du oder wenn du so mit Kunden sprichst oder mit potenziellen Kunden, was ist so in den ersten Gesprächen, woran erinnerst du dich, so die Sorge oder die Gedanken, die die am Anfang haben? Ist es schon sehr konkret oder ist es eigentlich was eher weiter weggelegenes und im Gespräch kommt man dann zum eigentlichen tiefer liegenden Thema? Es gibt beides. Also wie gesagt, wir haben uns ja in der letzten Zeit, in den letzten Monaten sehr auf das Großkundengeschäft fokussiert, eben Konzerne, großer Mittelstand. Das ist natürlich so, die kommen mit einem gewissen Need oder Pain zu uns. Die haben den Schmerz, die haben vielleicht teure Legacy-IT im Einsatz, eine teure SAP für die Buchhaltung, ein teures Lagersystem, möchten ein neues Shop-System machen, aber keins der Systeme kann mit dem anderen interagieren und jedem System fehlt irgendetwas. Und das ist dann, warum sie zu Actindo kommen, denn wir verfolgen diesen Ansatz, wir kommen jetzt nicht als die Platzhirschen und schieben alles weg, sondern der Kunde klärt mit uns genau, wo sind seine Schmerzen, wo sind seine Bedürfnisse und man kann eben diese Actindo DOP, also diese Digital Operations Plattform, exakt dort einsetzen, wo es der Kunde benötigt. Das ist der eine Ansatz. Der andere ist, wie gesagt, wie Beispiel Tenoris, ein junges, aufstrebendes Unternehmen mit einem sehr klaren Mindset im Kopf, wo sie eben hin möchten und da kann man von vornherein auch anders interagieren. Man kann schon in den ersten Gesprächen abgleichen, sind wir eigentlich das passende Produkt für euch, das passende Konstrukt? Und das natürlich ist eine andere Herangehensweise, aber man hat es bei Tenoris ziemlich schnell gesehen, dass man eben gesagt hat, okay, man macht zum Beispiel noch in der Sales-Phase einen Workshop zum Beispiel, in dem man sich abklopft gegenseitig, sodass man schon, bevor man das Geschäft abschließt, auch wirklich weiß, passt man zusammen? Und das war eben hier genau der richtige Ansatz. Er ist auch häufig, glaube ich, eine sehr, sehr gute ein sehr guter Weg, einmal wirklich das zu finden, was auch unter der Motorhaube ist und worum, was man vielleicht, wo man rangehen will, aber auch um zu sehen,
Weil im Zweifel, wie lange arbeitet ihr zwar jetzt schon zusammen? Das ist, Patrick, wie lange seit wir zusammen? Also live sind wir seit Oktober letzten Jahres. Genau. Aber wie lange seid ihr jetzt schon in Gesprächen und Interaktionen? Das war, glaube ich, im Frühjahr vergangenen Jahres. Also so dort einem Jahr. Ja. Eigentlich ziemlich bald, als da die ganzen Brände gestartet haben bei uns. Das hat dann gar nicht so lange gedauert. Okay, das ich hätte jetzt vermutet, dass, es ist ein längerer Prozess, es ist ein kürzerer, aber dennoch, seit einem Jahr ungefähr sprecht ihr miteinander. Und was ich sagen wollte ist, wenn man sich gar nicht mag und ein Jahr miteinander sprechen muss, dann ist es schwierig. Und im Workshop kann man auch das eben sehen, hey, passt es denn auch menschlich? Richtig, ganz genau. Lust, mit dem zu arbeiten, weil am Ende arbeiten wir mit wirklich den Menschen auf der anderen Seite. Und ganz genau. Genau. So. Aber jetzt genug buddhistische Weisheiten von mir. Ich danke euch, wenn keine weiteren Fragen. Ich schaue mal ganz kurz unseren Chat. Ich habe ihn ausgeklappt. Nee, im Moment ist nichts da. Wunderbar. Dann übergebe ich an euch noch das abschließende Wort. Ich finde es übrigens toll, Patrick, dass du dich hiermit quasi auf die Bühne stellst, weil ich glaube, auch für Florian, aber auch für Actindo ist es immer ein gutes Zeichen, dass wirklich ein echter Kunde mit einem echten Projekt sagt, hey Leute, so war es bei mir und das ist so und so und ich bin jetzt keine bezahlte Werbung, kein Ad, kein Facebook-Targeting, sondern ich bin einfach Fleisch und Blut und bei mir jetzt funktioniert, ist, glaube ich, immer die schönste Form von Werbung. Absolut. Ich hoffe, wir konnten da die Begeisterung für Actindo auch richtig rüberbringen. Wir sehen auch, der Robin ist jetzt nicht da, aber wir sehen auch deutlich vitaler aus, als seit wir mit Actindo arbeiten. Also der Stresslevel ist massiv gesunken. Ja, man sieht es bei dir. Du bist, die Haut sieht schön glänzend aus, es läuft alles ganz gut, aber so sah ich auch noch aus, als ich jung war. Ja, ich muss auch sagen, Tinoris ist wirklich so etwas, wie man sich es eigentlich fast vorstellt, wie so ein junges Unternehmen mit einem klaren Konzept sich weiterentwickelt und skaliert. Und es ist für uns, und ich sage es ganz offen, ohne Plattitüde, ich finde es schön, dass wir Tinoris begleiten dürfen auf dem Weg, weil man einfach auch sehen kann, wie sich das entwickelt über die Monate. Und dieses Konzept, diese Gedanken von Tinoris, das ist, glaube ich, wirklich der richtige Ansatz. Und es ist schön, dass wir davon auch ein Teil und Partner sein können. Sehr schön. Sehr schön. Diesen schönen Abschlusssatz habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, außer nochmal mich zu bedanken bei euch für die Zeit, für diese Informationen und wünsche euch jetzt noch eine tolle Restwoche. Dir auch und noch einen erfolgreichen Summit. Vielen Dank. Bye-bye. Tschüss. Ich glaube, es nimmt noch auf, aber dann macht's nichts.